Ja, A und O Absicherung der Endpoints. Warum ist Endpoint-Absicherung eigentlich eines der wesentlichen Punkte, wenn ich ein Unternehmen sicher machen möchte? Ich fange mit Ihnen an, sorry, ich mache so nach der Reihenfolge. Herr Esslinger, warum ist Endpoint-Security so wesentlich? Also zum einen natürlich, der Endpunkt ist ein Rieseneinfallstor. Die meisten Angriffe passieren über den Endpunkt. Und am Endpunkt selbst hat man auch die größte Chance, mit der richtigen Technologie solche Angriffe zum einen abzuwehren, aber auch für den Fall, dass man betroffen ist, gerade wenn man vom Thema EDR, also Endpoint Detection Response oder XDR, Extended Detection Response Systemen reden, dass man Angriffe viel schneller erkennt, also diese Time to Containment, um einen Angriff zu erkennen und alle Auswirkungen zu minimieren, das deutlich zu reduzieren. Und wir wissen zum Beispiel, da gibt es so Analysen vom Ponemon-Institut, es dauert nach wie vor im Schnitt für die meisten Unternehmen um die 200 Tage, dass man einen Angriff erkennt überhaupt. Und das muss man sich mal überlegen. 200 Tage, die ein Angreifer unentdeckt im eigenen Netz ist, wo der überall Zugang hat. Und dann dauert es im Schnitt noch einmal 100 Tage, bis man die Auswirkungen beseitigt. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir jede Woche irgendwie ein großes Unternehmen sehen, das erwischt wieder mal durch irgendeine Ransomware oder andere Malware und die dann auch monatelang teilweise beschäftigt sind, um diese Auswirkungen zu beheben. Und diese Time to Containment muss man einfach deutlich reduzieren, damit man quasi das Risiko generell für das Unternehmen reduziert. Frau Tavas? Da gibt es kaum was hinzuzufügen. Also, muss ich ehrlich sagen, Sie haben das wirklich vollumfänglich abgebildet. Was wir halt noch dazu sagen, ist genau dieses Thema Transparenz. Man muss die Transparenz dem Kunden geben zu seinem Endpunkt. Früher war das ein Hardware-Gefüge, was man hat recht leicht überblicken können. Die Pandemie, Covid nicht nur, aber auch überhaupt dieses viel flexiblere Arbeiten hat es natürlich dem Anwender bzw. die Kontrolle mehr oder weniger entzogen. Und genau deswegen bedarf es in diesem Fall eine XDR-Plattform, die diese Einsicht bietet. Mhm. Herr Eicher, warum? Ja, bei Kaspersky ist der Endpoint eigentlich nie aus dem Fokus gerückt. Einfach aus dem Grund, weil man sich überlegen muss, wo werden eigentlich meine Daten verarbeitet und wo muss ich sie schützen? Und die Daten werden nach wie vor am Endpoint verarbeitet. Am Endgerät, kann auch heute mal ein Tablet sein oder ein Mac, nicht nur ein Windows-PC, wie man sich das so vorstellt. Und auch wenn es so ein paar Dinge gab wie früher, dass mal der Terminal-Server eine Zeit lang in war oder auch andere Konzepte verwendet wurden. Ich selber jetzt zum Beispiel im Außendienst, ich habe 20 Jahre lang immer einen Notebook mit einem vollwertigen Betriebssystem mit mir rumgetragen. Lag wahrscheinlich so ein bisschen auch an der übertriebenen Hardware, die ich gebraucht habe, mit Demos und so weiter. Und das ist auch der Hauptfokus, wo wir nach wie vor sind. Wenn man so in die Netzwerkschiene reinguckt, dann hört man so, ja, man kann am Netzwerk viel machen, aber dadurch, dass vieles verschlüsselt wird, kann ich gar nicht reingucken. Und wenn ich Informationen habe von einer Verbindung von A nach B, dann ist es viel weniger an Telemetriedaten, als wenn ich dann noch zusätzlich Informationen dazu bekomme, wie welcher Prozess wurde dort gestartet, welcher Prozess hat die Verbindung aufgebaut, welcher User steckt dahinter, mit welchen Rechten und so weiter. Und das bedeutet, dass wir nach wie vor dort, wo Daten verarbeitet werden, unseren Schutz implementieren müssen und dort dann dementsprechend auch so viele Telemetriedaten bekommen, dass wir dann mit zusätzlichen Systemen wie EDR dann auch dementsprechend arbeiten können. Das heißt, man muss zumindest am Endpoint sein und dort bekommt man auch die reichhaltigsten Daten und kann dort einen super Schutz implementieren, was aber nicht bedeutet, dass man nicht an anderen Vektoren vielleicht auch was tun sollte, security-technisch. Herr Esslinger, das hier ist ja auch mittlerweile ein Endpoint. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und auch vor allen Dingen haben wir ja gestern und heute auch gehört, unendlich viele Möglichkeiten von Angriffen. Wie kann ich denn eigentlich genau Endpoint-Geräte sichern? Ist das nur technisch möglich? Brauche ich den Menschen? Muss ich das so umsetzen, dass auch der Mensch, der User am Ende reagieren kann? Wie funktioniert das? Ja, das Allerwichtigste ist, dass man mal die Technologie hat, dass man überhaupt einmal alles sieht, was da auf dem Endpunkt vor sich geht, damit man die Visibilität hat in alle Prozesse, die da laufen, weil damit irgendwo ein Angreifer erfolgreich ist am Endpunkt,
muss ja irgendwo ein Prozess laufen, der entweder die Malware ausführt oder über so ein Living of the Land-Angriff, der irgendwie Systemmittel missbraucht, Prozesse missbraucht und damit quasi den Angriff startet. Also das Allerwichtigste ist, dass man, wie gesagt, die Visibilität hat. Sieht man alles, was da vor sich geht, und dass man das dann wirklich vernünftig analysieren kann und dann auch nicht mehr mit so altertümlichen Signaturen, weil die schützen logischerweise nicht sehr gut vor unbekannten Bedrohungen. Und da setzen wir vor allem auf künstliche Intelligenz direkt am Endpunkt selbst, also ohne, dass man irgendwie Cloud Intelligence braucht. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Messetag. Dear Exhibitors, welcome to the Messe Dortmund Exhibition Center. We wish you a pleasant and successful trade day. Okay, sorry. Genau, eben, dass man signaturlos mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning Datenmodellen, dass man damit auch unbekannte Bedrohungen und unbekannte zielgerichtete Angriffe quasi erkennen kann und sofort im Keim ersticken kann, wenn da irgendwas passiert. Und das gilt natürlich für alle Endpunkte, also klassisch Windows, Mac, Linux schützen wir natürlich alles. Auch natürlich mobile Geräte, wie Sie gesagt haben, Android, iOS, Chrome OS. Wir haben sogar einen Scanner für NetApp Storage. Also da so weit wie möglich in die Breite, um eben diese ganzen Geräte, die man in einem Unternehmen so normalerweise einsetzt, alle wirklich schützen kann. Und das mit einer Plattform und idealerweise einem Agenten. Frau Tavas, wie machen Sie das? Also nicht Sie persönlich, sondern seine. Wie gesagt, das Thema Machine Learning und Artificial Intelligence ist natürlich absolut wichtig, weil es die Automatisierung unterstützt. Wir sagen, wie beim Autopiloten im Flugzeug, der Autopilot macht das, was er kann und tun muss, automatisiert. Und dann kommt der Vogelschlag und dann bedarf es doch den humanen Faktor, den Piloten aus Mensch, als Mensch aus Blut und Fleisch und Gehirn. Und genau das bietet Cynet mit dem MDR, mit dem Managed Detection and Response SOC-Team, was dann 24x7 den Kunden letztendlich mit den wirklich verifizierten Alarmen nur noch zusammenbringt. Herr Eicher? Da kann ich mich eigentlich anschließen, weil es geht eigentlich darum, dass gerade Technologien wie KI, maschinelles Lernen, immer nur, ich sage mal, Transportmittel sind von irgendeinem Gehirnschmalz, von irgendwelchen Analysten. Und bei uns ist es im Prinzip so, dass wir immer versuchen, bei jedem Vorfall, den wir untersuchen mit unserer Mannschaft, die natürlich auch irgendwo als Ressource begrenzt ist, wiederum unser KI zu trainieren, Erkennungsmethoden zu schärfen, um dann vielleicht dafür zu sorgen, dass die nächsten Incidents, die dann dementsprechend von uns verarbeitet werden, dann automatisiert auf der Erfahrung des vorherigen, wo man einmal sozusagen Energie reinstecken musste, dann bewertet werden und kann sich natürlich, weil es in der Security immer weitergeht, dann dementsprechend um das Neue kümmern. Und das ist so der Ansatz, wo immer die menschliche Komponente und die maschinelle Komponente sich sozusagen den Ball hin und her spielen. Und ja, das wird bei Kaspersky sozusagen entwickelt und perfektioniert. Aber wir wissen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, morgen gibt es vielleicht andere Situationen und wir werden dann dort auch dementsprechend dann wieder technisch reagieren. Aber es geht ja nicht nur um Detection, es geht ja auch um Response bei der Endpoint-Absicherung. Wie geht der Response? Geht es über Maschine? Geht es über den Menschen? Wie genau funktioniert das? Also grundsätzlich muss man natürlich versuchen, so viel wie möglich zu automatisieren, weil das ist genau das, was dem Mittelstand eben so schwerfällt. Oft haben die Unternehmen kein eigenes SOC oder nur ein kleines IT-Security-Team. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man dann mit irgendeinem Vorfall um, wenn man irgendwie einen Vorfall sieht? Muss man dann immer anfangen, dass man irgendwelche Skripte schreibt, dass man alles bereinigt und extrem viel Manpower da reinstecken muss? Das überfordert dann den klassischen Mittelständler oft. Und da ist eben wichtig, dass man da die ganze Arbeit rausnimmt. Und das ist mittlerweile technisch möglich, zum Beispiel eben mit SentinelOne über unsere Storyline-Technologie. Da wir eben jeden Prozess zu jeder Zeit auf jedem Endpunkt mitverfolgen, wissen wir ja, wenn irgendein Prozess irgendwas Schädliches macht, dann haben wir quasi diese gesamte Lebenszeit, alles, was der in der Zwischenzeit gemacht hat, wissen wir, und können dann genau diese Dinge per Mausklick oder vollautomatisiert wieder rückgängig machen, bis hin zu unserer patentierten Rollback-Funktion, wo man selbst für den Fall, wenn irgendwo Files verschlüsselt werden, man quasi mit einem Knopfdruck die auf Windows und aus den Volume Shadow Copies wieder rausziehen kann, ohne dass man dann Rechner neu starten muss, ohne dass man irgendwelche Skripte schreiben muss,
und ohne dass man beim Forensiker anrufen muss. Frau Tabas. Response. Das war jetzt schon sehr, sehr technisch. Ich bin damit ich es auch verstehe. Ja, genau. Ich bin ja eher der kommerzielle Bereich. Aber letztendlich liegt es genau daran, es bedarf ja auch einer gewissen Geschwindigkeit. Und nicht nur im Fall eines Angriffs, jetzt beziehe ich mich noch mal auf das SOC-Team, dass da jemand sofort ans Telefon geht und hilft, sondern es bedarf auch bei der automatisierten Response Geschwindigkeit bzw. Zeit ist immer der Faktor. Und Zeit ist nicht nur der Faktor im Bearbeiten der schon entstandenen Reaktionen, sondern überhaupt auch die Handhabung von unterschiedlichen Technologien. Und das Schöne an einer XDR-Plattform ist, dass man, wie gesagt, alles in einem einzigen Interface hat, sämtliche Technologien und Sicherheitsdienste in einem einzigen Platz abbilden kann. Und das macht es den kleineren Teams bedeutend einfacher zu arbeiten und sich auch auf diese Grundlagen der Automatisierung verlassen zu können. Und wie gesagt, schön ist es, wenn dann auch noch ein SOC-Team dabei ist, das genau dann hilft, wenn Automatisierung noch nicht greift. Weil sie greift ja dann danach. All diese Informationen werden ja wieder in den Betrieb mit eingegossen. Herr Eicher. Ich glaube, als Hersteller ist es wichtig, natürlich, wir haben Marketing, wir haben Vertrieb und wir müssen auch ab und zu Buzzwords verwenden wie KI, maschinelles Lernen und so weiter. Aber man kann auch teilweise, mitunter stolz sein als Hersteller. Wir sind 20 Jahre am Markt und wir setzen viele Technologien ein, die vor Jahren entwickelt wurden und die werden ja nicht schlecht, nur weil ich eine neue Technologie oben drauf setze. Das heißt, unser Konzept ist eigentlich, dass wir mit etablierten Modulen Sicherheit bieten, die auch vielleicht eine sehr gute Erkennungsgenauigkeit hat, eine sehr geringe False-Positive-Rate, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Und damit können wir das Grundrauschen so einreduzieren, dass die neuen Technologien nur noch dann eingesetzt werden, bei dem, was übrig bleibt. Und dadurch haben wir eine gute Mischung aus altbewährten Sicherheitsmodulen, die ihre Daseinsberechtigung haben, kombiniert mit der neuesten Technologie, wie zum Beispiel maschinellem Lernen, wo wir dann auch Angriffe erkennen können, die einfach über althergebrachte Module nicht mehr in der Lage sind, erkannt zu werden. Und diese Kombination macht es, denke ich mal, aus, um Prevention dann am Endpoint dementsprechend zu liefern, auch in der richtigen zeitlichen Geschwindigkeit und natürlich auch dementsprechend mit der Performance. Und was man nicht vergessen darf, auch wenn wir eine vernetzte Welt sind, es kann auch mal sein, dass der Stecker gezogen wird und die Sicherheitslösung sollte dann nicht nach dem Ziehen des Netzwerksteckers einbrechen von der Erkennungsrate, sondern kann dann mit alten Technologien trotzdem noch ein sehr gutes Niveau beibehalten, auch wenn mal vielleicht die Cloud nicht gerade in greifbarer Nähe ist. Haben wir Fragen? Bin ich drauf? Haben wir Fragen aus dem Publikum? Erfahrung, Endpoint, Absicherung, wie machen Sie es? Ist ja auch ganz interessant. Offensichtlich macht niemand Endpoint. Er lässt machen. Man lässt es machen, ja, wohl wahr. Gut, dann muss ich die Frage stellen. Soll man es wirklich machen lassen? Ich weiß, das ist jetzt das falsche Publikum, was ich frage, die falschen Adressaten. Aber macht es ja Sinn für gerade KMU auch, das wirklich outzusourcen? Eine ehrliche Antwort. Auf jeden Fall. Es kommt halt immer darauf an, wie man selbst aufgestellt ist. Aber für die meisten Unternehmen bietet es sich an, dass man zumindest so ein hybrides Modell nimmt, dass man eben 24/7 vernünftig abdecken kann. Weil gerade für kleinere Unternehmen ist das in-house überhaupt nicht möglich. Und dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man das zum Beispiel an einen Hersteller übergeben kann, der wirklich 24/7 die Konsole überwacht, der eigene Threat Analysts und der SOC hat quasi wirklich Experten, die rund um die Uhr weltweit dafür sorgen können, dass man immer die perfekte Sicherheit hat. Mhm. Frau Tawas? Der Meinung bin ich auch. Wie gesagt, man kann sich heute nicht mehr um alles kümmern. Die Welt entwickelt sich weiter, die Technologien, Unternehmen wachsen, nicht nur organisch, sondern auch anorganisch. Man muss zusätzliche Mitarbeiter, zusätzliche Systeme, zusätzliche Technologien mit einbinden. Wenn man dort jemanden hat, der das von der Pike aus kann, dann ist das eigentlich genau der ausschlagende Vorteil, um auch kleinere Unternehmen
ja, erfolgreich arbeiten müssen. Mhm. Herr Eicher. Ja, schwierig. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, ich war so vor 3 Jahren mit dabei, so MDA am Markt zu etablieren. Und wir hatten dann auch viele Gespräche geführt. Das war in der Zeit, wo es dann hieß, ja, wir machen uns Gedanken, einen SOC aufzubauen oder wir machen da gerade so ein SIEM, pumpen erstmal alles rein und wenn wir alles haben, guckt man, wie man die Daten anreichern und dann irgendwas draus ziehen können. Und über die Jahre hinweg war die Erkenntnis so, dass man immer weniger eigentlich die Richtung eingeschlagen ist, dass man sagt, man möchte das selber machen, sondern die Erkenntnis war, obwohl ich es im Termin natürlich immer anbiete, aber nach dem Termin war klar, 99,9% der Kunden haben die Erkenntnis, dass sie es nicht machen können oder sogar, dass sie es nicht machen wollen. Das ist ja eigentlich auch kein Fehler. Keiner würde sagen, an meinem Firmenwagen wechsle ich die Sommer- und die Winterreifen selber, sondern da geht man ganz einfach ins Autohaus und lässt das dann machen. Und so ist es auch bei der Security. Und am Ende des Tages schlägt man natürlich immer einen Punkt. Spezialisten wie hier auf der Bühne mit den dementsprechenden Kollegen, Services und auch diese Fokussierung können es natürlich auch wirtschaftlich viel interessanter machen, als wenn ich das selber mache. Ja, wir haben auch schon wieder das Panel, die Panelzeit überschritten. Herzlichen Dank. Es ist Ihr Applaus. Dankeschön. Und Sie stehen für Fragen und so weiter natürlich an Ihren Ständen zur Verfügung.